Schalömchen, Freunde. Schalömchen, Freunde aus dem guten Lindauer Tal. Und morgen, keine Ahnung, ob das ein Tal ist. Morgen gibt es das geilste E-Scooter-Event des Jahres vielleicht. Also wir haben richtig Sachen geplant, besonders auch René. Wir wollten euch heute mal kurz zeigen, wo ihr am besten parken könnt. Weil, ja. Von da kommt ihr, Freunde, da ist die Autobahn. Und dann müsst ihr quasi hier abbiegen, wo wir jetzt sind. Und hier an dieser Straße kann man sich auch hinstellen, allerdings nur bis zu 10 Stunden. Das könnt ihr hoffentlich hier erkennen. Ein Seitenstreifen 10 Stunden. Alles, was darüber ist, müsst ihr nochmal umparken. Jetzt geht aber los. Wir gehen Richtung Mikrofahrzeuge. René hat wirklich an alles gedacht. Wir haben einen Catering-Service, wir haben Getränke, sind sogar da. Und jede Menge Spaß. Also wir werden da bestimmt einige Leute erwarten, auch vom Treffen. Denke ich mal, kommen welche. Ja, denke ich auch. Auch der Lukas kommt, der war zum Beispiel auch beim Treffen, hat den Dual-Motor Fritz gehabt. Und diesen geisteskranken Scooter, mit dem man sich eigentlich nur totfahren kann. Aber er schafft es trotzdem, es nicht zu tun. Ich meine, hier haben wir noch eine Moschee, da könnt ihr nach Mekka beten. Ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr gerne machen. Freunde, hier ist ein Seitenstreifen, da könnt ihr auch theoretisch parken. Und bei der Moschee, Spaß beiseite, ihr dürft da halt parken. Das ist abgeklärt, die haben gesagt, ey, hör mal, kein Problem und so, bei so was Coolem, da bieten sie gerne ihren Platz zur Verfügung. Das heißt, da sind auch noch einige Parkplätze. Das sind aber nicht alle Parkplätze, wir haben noch mehr Parkplätze. Also René hat wirklich hier in der ganzen Umgebung gefragt, wo wir am besten parken können und dürfen. Genau. Und das zeigen wir euch jetzt gleich Ihr dürft auf jeden Fall nicht euch mitten auf die Wiese stellen. Nicht? Nein, und ihr dürft auch nicht mit dem Auto da oben aufs Dach. Das gibt dann vermutlich Stress. Ich meine, wenn man das geschafft hat, dann... Mit dem Betreiber des Dachs. Der Dachbetreiber. Und was machen sie? Ich betreibe dieses Dach. Da vorne könnte man es vielleicht schon erahnen, da wo das 30er-Zonenschild endet, glaube ich. Ja, Sekunde. Freunde, das ist ein bisschen Freehand-Handy-Video. Nicht wundern, wir wollten eigentlich den Gimbal nehmen, aber der ist nicht aufgeladen, den müssen wir gleich loaden. Weiß ich auch nicht. Ja, also ein bisschen oldschool wie früher, aber für so ein Infovideo sollte das reichen. Eben. Ich hoffe, es wird keinem schlecht. Also außer mir, wir müssten nämlich 9 Stunden hinfahren. Ja, ich kack ab, ohne Scheiß. Ich würde mich am liebsten im Busch legen und schlafen bis morgen früh. Ich bin richtig im Arsch. Aber wir haben noch richtig viel zu tun heute. Ja. Also hier ist irgendein Betrieb, da wird natürlich nicht geparkt, Freunde. Aber da vorne haben wir gleich noch mehr. Hier kann man es jetzt genau sehen, da Mikrofahrzeuge, wurde an alles gedacht. Selbst das Schild ist schon dran. Genau. Und hier haben wir auch ein Laden. Beziehungsweise der ist noch nicht vermietet, glaube ich. Aber hier dürft ihr auch parken. Das wurde abgeklärt, genauso wie da, wo der gerade rausfährt. Ja. Da dürft ihr auch parken. Wurde alles geregelt, Freunde. Der René hat überall gefragt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf den Aldi-Parkplatz. Der hat geklingelt und hat gesagt, Mikrofahrzeuge, René, hallo. Dürfen wir hier parken? Hier müsst ihr dann rein. Aber genau, da gucken wir gleich. Wir gucken jetzt erstmal eben kurz. Beim Aldi dürfen wir auch parken. Aber nur hinten durch, Freunde, die haben nämlich morgen noch geöffnet. Deswegen bitte nicht den Kunden den Parkplatz klauen. Also wenn, dann bis ganz hinten durch. Zeigen wir euch mal eben ganz kurz. Das kann man eigentlich nicht gut, kann man eigentlich ganz gut sehen. Ja. Es sei denn, der Ried der Spedition kommt jetzt davor. Na gut. Auf jeden Fall, Freunde, da hinten links, da könnt ihr dann parken. Einfach hinten durchfahren. Sollte kein Problem sein. Sollte selbsterklärend sein. Jetzt dürft ihr, hat er gesagt, hier auch? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da ist jetzt der auf jeden Fall bei der Waschstraße. Waschstraße dürft ihr parken und auch hier vorne wieder. Ja. Dann gehen wir einmal rum. Einmal durchs Gässchen. Genau, wir laufen jetzt hier einmal rum, Freunde. Ihr werdet natürlich dann da vorne die Einfahrt nehmen, wo wir gerade lang gefahren laufen sind. Zum Catering. Der Catering soll also richtig geil sein. Da vorne ist ein Burgerladen oder so ein, ja, so ein Outdoor-Burgerladen. Ja. Und René hat das so abgeplant, dass wir bei ihm bestellen und der Burger kommt dann zu uns. Genau, das heißt, der bringt uns das. Der hätte morgen eigentlich offen, aber der macht zu. Der ist exklusiv für Mikrofahrzeuge-Gäste geöffnet. Also hier dürfte wahrscheinlich... Ja. Vor der Garage jetzt nicht. Vor der Garage jetzt nicht. Aber da vorne haben wir noch mehr Parkplätze, Freunde. Also ihr werdet schon was finden. Und ganz ehrlich, ihr habt alle einen Scooter. Ihr könnt ein bisschen weiter weg parken. Es ist auch nicht so schlimm. Geht auch. Also ich sag mal, natürlich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Und wir werden alle so gegen 10 Uhr da sein. Ja, wir haben jetzt hier, nicht wundern, das ist nicht der offizielle Weg. Wir laufen jetzt einfach falsch rund ums Gebäude rum. Das ist der Secret-Geheimweg. Genau. Hier ist eigentlich was komplett anderes. Wir rennen jetzt einfach mal hier lang. Scheiß drauf. Oh.
Hier dürft ihr natürlich auch parken. Natürlich, Freunde. Da kommt ihr dann rein, indem ihr von da fahrt einfach. Ja, da kommt ihr rein. Das Einzige, wo ihr nicht parken dürft, das zeigen wir euch gleich. Also hier ist alles offen. Hier dürft ihr überall parken. Ja. Außer. Jetzt kommen wir gleich zum Shop. Shop. So, ich glaube, da wo der Benz steht, dürft ihr noch parken. Genau, hier die beiden Gassen. Hier dürft ihr auch. Dürft ihr parken. Aber nicht da, wo die Ameise steht. Genau, da nicht parken, weil die haben morgen noch geöffnet. Und das ist ja von dem. Könnt ihr morgen ich glaube, auch, nämlich hier war das auch so, dass der noch geöffnet hat. Ich glaube, da braucht ihr gar nichts mitnehmen. Weil ihr könnt direkt hier, wenn irgendwas fehlt oder so, gehen wir direkt zum Supermarkt holen, ja. Chips. Also und übrigens, bevor wir das jetzt vergessen. Hier vorne, der Laden, das ist ein Club. Hier, genau. Also dahinter. Der wird morgen eröffnet. Das heißt, morgen gibt es eine Party im Anschluss. Ja, für die, die Bock haben. Die können gerne hier bleiben. Also hier könnt ihr, und hier ist quasi Paketdienst, da könnt ihr euch nicht hinstellen. Aber wie gesagt, wieder. Hier überall. Da ist kein Problem. Genau. Jetzt gucken wir mal ein bisschen rein, so einen kleinen Sneak Peek. Ihr seht das schon, die Leute sind hier alle fleißig. Oh, René! Das ist schon alle am Arbeiten, das ist einfach ignoriert. Das schneiden wir nicht raus. Und da ist schon, guck mal, der ist voll am Arbeiten. Ja. Ihr seht das, Freunde, hier ist schon die Werkstatt. Hallo. Wieso? Hallo. Die sind schon gehypt, also die sind richtig, die haben richtig Bock. Ja, die haben richtig Bock. Die haben richtig, richtig Bock. Aber richtig Bock. Ja, also morgen, wie gesagt, ist eher so ein Community-Treffen. Genau. Also jetzt nicht erwarten, dass jetzt durchgehend irgendwelche Beratungen stattfinden. Genau, also nicht zu René hingehen und den 20.000 Fragen über ein VZ11 stellen, Freunde. Ihr wisst das, der René, der ist zu nett, der kann da nicht Nein zu sagen. Aber der ist morgen ausgebucht. Ja. Und erstmal ein Danke an René für die ganze Planung hier. Also würde genau. Ich sagen, ihr werdet auf jeden Fall richtig geil, ja, was soll ich sagen, richtig geile Zeit haben, wenn ihr hinkommt. Ja, wird auf jeden Fall lustig. Was sagst du dazu? Wetter soll super werden. Ich freue mich schon. Im Eintrudeln kann man ab 10 Uhr. Geplant ist die Tour dann so circa um 14 Uhr. Wir fahren gemeinsam auf Lindau Insel. Die Tour geht insgesamt so 10 Kilometer. Ich denke, insgesamt sind wir so eine Dreiviertelstunde unterwegs. Wir machen einen kleinen Break auf der Insel. Danach geht es wieder hierher. Für Essen, Trinken ist gesorgt. Danach Open End. Nebendran macht noch ein neuer Club auf am Abend. Wer so ganz lang bleiben möchte, kann das auch tun. Ja, und ich freue mich. Alles geplant. Also ja. Durchweg. Also jetzt, Freunde, euch erwartet hier Spiel und Freude. Genau. Und ich glaube, das war's auch für das Video. Kommt morgen vorbei. Wir wollten eigentlich noch ein kleines Update machen. Also nicht wundern, Freunde, wir hauen jetzt hier so ein ungeschnittenes Video hoch, was wir gerade eben mit dem Handy gefilmt haben. Aber wir haben jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Ich habe jetzt keinen PC bei zum Schneiden. Ich schon. Dann können wir das auch schneiden. Nein, Spaß. Kommt morgen vorbei, wird richtig geil. Wir freuen uns auf euch und bis später. Tschüss.